Rückblick. 23. November 2013. Der von Lufthansa Cargo und Aktion Deutschland hilft auf den Weg gebrachte Hilfsgüterflug erreicht die philippinische Hauptstadt Manila. An Bord der Maschine sind Notfallnahrung, Wasserfilteranlagen, Medikamente und Hygieneartikel. Insgesamt 66 Tonnen Hilfsgüter werden in Manila umgepackt und in kleineren Frachtflugzeugen weitertransportiert. Dorthin, wo Taifun Haiyan wenige Tage zuvor eine 600 Kilometer breite Schneise der Zerstörung hinterlassen hat. Auf den Inseln Leyte, Samar und Cebu benötigen Millionen Menschen dringend Hilfe. Ja, im Namen von LandsAid möchte ich mich bei Lufthansa Cargo bedanken für den Hilfsflug, der damals schnell mobilisiert werden konnte, damit 3 Zelte von LandsAid hier vor Ort gebracht werden konnten. Sie kamen zum Einsatz in der Nachbarstadt Bogo City für ein medizinisches Nothilfecamp. Und jetzt innerhalb weniger Tage, in einer Woche, möchten wir diese 3 Zelte wiederverwenden für ein medizinisches Notcamp hier vor Ort in San Remedio. Im Namen der Menschen hier auf den Philippinen möchte ich mich bei Lufthansa Cargo bedanken, dafür, dass sie den Menschen in Tacloban, die von Taifun Haiyan betroffen waren, Zelte, Moskitonetze, Wassergefäße und Nahrungsmittel lieferten. Von Herzen vielen Dank. Thank you very much from the bottom of our heart. Hello, my name is George Dais and I'm the head of mission for Arche Nova. Hallo, mein Name ist Yorgos Ndais und ich leite den Einsatz von Arche Nova auf den Philippinen. Ich möchte mich bei Lufthansa Cargo dafür bedanken, dass sie uns gleich in den ersten Tagen unterstützt haben. Sie brachten Hygieneartikel in die Krisenregionen. Es war ein sehr erfolgreicher Einsatz. Auch wir bei Malteser International haben in der Nothilfephase dank Lufthansa Cargo unsere Zelte bis hierher auf die Philippinen bekommen. Heute auf Bantayan haben wir auch Hygienekits in dieser Schule verteilt. Thank you so much for Lufthansa Cargo. Vielen Dank an Lufthansa Cargo, dass sie uns im November letzten Jahres mobile Wasserfilteranlagen geliefert haben. Dank diesen haben betroffene Menschen Zugang zu sauberem Wasser. Und das schützt sie vor Krankheiten. And will not be affected by any health issues. Auch vom ISB, von den Johannitern, von HelpAge und von Aktion Medior wurden seinerzeit Hilfsgüter ins Land gebracht. Genau zu dem Zeitpunkt, als es am allerwichtigsten war. Als die Menschen hier auf den Philippinen kurz nach Haiyan Lebensmittel brauchten, Trinkwasser und auch Zeltmaterialien für die Unterkünfte. Vielen, vielen Dank an Lufthansa Cargo für die tolle Unterstützung. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.